junkfoodtaster.com. Und jetzt gibt es den New York Beef Classic aus der Reihe America Biggest Max. Leider habe ich keine Verpackung zu zeigen, weil die Originalkarton war aus und die haben es in so einem Standardkarton gemacht. So, das ist der gute. Okay. Ziemlich massig. Och, bei mir gewittert es gerade, aber ist ja nicht so schlimm. Okay. Gut, werde ich den guten mal zerschneiden, damit wir sehen, was drin ist. So, also hier das Profil. Ja. Massiv Beef. Riecht auch sehr gut jetzt. Ja, wer meine Videos alle kennt, weiß, ich bin nicht so ein Fan von viel Beef. Na, mal sehen. Ich denke mal, ich zerschneide hier nochmal, um die einzelnen Schichten zu zeigen. So, also ein Top-Brötchen. Dann das erste Beef. So, dann ein zweites Beef, verklebt mit Käse, dann nach unten nochmal verklebt mit Käse, dann Tomate und dann der Boden. Jetzt werde ich das hier mal essen. Ja. Und hier noch, das hat man jetzt nicht gesehen mit Querschnitt, hier noch Gurke und Zwiebel, auch ziemlich massiv die Zwiebel sogar. Mal sehen, ich stecke das jetzt mal so in den Mund. Ja. Sehr schön. Ja, sehr schöner Burger. Kann man nicht meckern. Aber sehr, das ist also für Leute, die richtig schön viel Beef in ihren Burger mögen. Ja. Ja. Also meine Erfahrung ist, dass die Custom Burger teilweise besser sind als die Standard Burger. So, und wenn ihr den gegessen habt, den gibt es ja jetzt nur kurze Zeit. Erster Link in der Bewertung. Der erste Link in der Beschreibung geht zu einer Bewertung. Gut, Dankeschön.